Seid gegrüßt, meine Freunde. Montag, 15.01. könnte spannender nicht werden. Heute beginnt die Ukraine-Konferenz. Oh ja, so wird sie jetzt genannt, das WEF-Treffen, also World Economic Forum in Davos. Und die üblichen Pappenheimer sind auch dabei, unter anderem ein Zelensky. Ob ihm heute mitgeteilt wird, dass die Ukraine fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel? Wahrscheinlich schon. Und wenn nicht heute, dann die nächsten Tage. Und noch ein kleiner Funfact zu diesem WEF-Treffen in Davos, der witziger eigentlich nicht sein könnte. Wisst ihr, was das diesjährige Motto ist? Rebuilding Trust. Also wieder Vertrauen aufbauen. Obwohl sie selber sagen, dass man diese Transformation benötigt und dafür eben auch dieses Chaos benötigt, das wir gerade auf der Welt haben, wollen sie jetzt wieder Vertrauen aufbauen. Ja klar, ich vertraue euch. Macht ruhig weiter so. Wir sind ja nicht schon alle jetzt am Arsch. Und heute beginnt ja auch die Berlin-Demo, also die Bauern sind eingefahren, um gegen den Scholz und gegen alle anderen zu demonstrieren, die gestern noch auf der Straße waren, mit der Mitte der Gesellschaft, um gegen rechts zu demonstrieren. Danke, Herr Scholz. Und wollt ihr mal sehen, wie die wirkliche Mitte den Herr Scholz empfängt, wenn er mal öffentlich auftritt? Schaut mal, beim Handbeispiel. Das übliche Pfeifkonzert. Kennt er ja bereits, oder? Ob er heute auch mit den Bauern auf der Straße ist, also der richtigen Mitte der Gesellschaft und nicht diesen Antifanten, die vermeintlich Stimmung machen gegen rechts? Und jetzt mal ernsthaft eine Frage in die Runde an euch. Ich stelle die bewusst, weil ich weiß, dass meine Zuhörer Multikulti sind und das feiere ich auch. Habt ihr wirklich Angst vor rechts? Und wenn, wer ist denn schuld an diesem Rechts? Bleiben wir doch mal bei den Parteien. Wer hat denn alle Muslime unter Generalverdacht gestellt bezüglich Antisemitismus? War das nur die AfD? Wahrscheinlich nicht, oder? Also was glaubt ihr, warum ist die Stimmung gerade da gegen die AfD? Warum wird das gemacht? Etwa weil die wirklich so rechtsextrem und böse sind? Stellt euch doch einfach mal diese einfache Frage. Ach so, und bevor ich es vergesse, spätestens im Februar soll dann Putin wirklich angreifen und einen NATO-Angriff vorbereiten. Siehe hier. Habt ihr Angst? Also wenn, dann habe ich nicht Angst vor Putin, aber was soll ich euch sagen? Ich werde definitiv nicht für Deutschland kämpfen, das steht schon mal sicher. Also nicht für diese Regierung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wird auf jeden Fall spannend. Nicht nur heute, sondern auch die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre. Und wer auf dem Laufenden bleiben will, der kommt hier vorbei für alternative News. Und da gibt's dann auch mal ein bisschen andere Nachrichten als die in der Tagesschau. In dem Sinne, haut rein, wird spannend heute. Ich halte euch auf dem Laufenden.